Hallo, herzlich willkommen zu meinem kleinen Special in diesem Filmblog hier. Mein Name ist Markus Stiegelecker, ich bin Filmwissenschaftler und sicher einigen bekannt von DVD- und Blu-ray-Bonusmaterial, was ich seit über 20 Jahren verfasse, aufnehme und so weiter. Und es gab immer wieder mal den Wunsch, ich soll doch mal meine große Filmsammlung präsentieren. Das ist gar nicht so einfach, wie man hinter mir sieht. Das ist also quasi, das ist nicht nur mengenmäßig schwer zu überschauen, es ist auch doppelreich gestellt, also quasi, das ist zwar alphabetisch geordnet, aber hier ist in der zweiten Reihe quasi alles voll. Von daher ist es relativ schwierig. Ich werde aber mich bemühen, mal ein paar Highlights zu vermitteln. Und ja, herzlich willkommen, wen das interessiert. So, hier haben wir also die Standardkollektion von einfach alphabetisch geordneten Filmen. Wie gesagt, zweireihig gestellt, deswegen sieht man nur einen kleinen Teil. Auch hier sind sicher ein paar mittlerweile seltene Stücke dabei und ja, ich habe immer darauf geachtet, die wichtigen Dinge nie herzugeben, sondern zu behalten. Und manche dieser Dinge hier zum Beispiel, habe ich gesehen, ist Masks. Da sind auch immer mal wieder signierte Filme dabei und so weiter. So geht das hier. Und dann habe ich eine zweite Abteilung, wo bestimmte Themen, also James Bond, Clint Eastwood zum Beispiel, hier ist Pasolini, Argento, also vor allem nach Regisseuren geordnet ist. Und ja, das habe ich hier separiert. Auch hier ist es zweireihig, deswegen relativ schwer, das Ganze zu überblicken. Ich weiß ungefähr, wo die Dinge stehen. Aber es ist auch für mich manchmal schwierig. Es ist ja immer das, was man gerade sucht, wenn ich das brauche für einen Buchartikel oder für ein Seminar, dann finde ich es natürlich meistens nicht. Hier ein paar schöne Valerian Borowczyk-Filme, einer der großen Vergessenen. Hier einige der ungekürzten Verhoeven-Frühwerke, zum Beispiel The Fourth Man in der Anchor Bay-Edition, auch mittlerweile nicht mehr so einfach zu bekommen. Deutsche Fassung ist weiterhin gekürzt. Ja, so geht das immer weiter. Und dann habe ich hier oben noch zum Beispiel Jörg Buttgereit einige Sachen oder Richard Stanley. So, auch das Wohnzimmer ist hier okkupiert, wie das bei Filmsammlern ja meistens so ist. Wir haben hier zum Beispiel so eine Sonderedition von Sorcerer mit Drehbuch. Ja. Dann hier die schönen Wicked Vision Mediabooks von Jean Rollin Filmen. Ein paar der X-Rated, XT Mediabooks, an denen ich beteiligt war. Die tolle Box von der Einzelgänger. Dann hier diese Sonderedition von Zulawski-Filmen. Ich bin ja ein großer Fan von Zulawski. Und das sind wirklich ganz sehr schön gemachte Editionen. So, hier haben wir die alten Editionen auf DVD noch aus der Reihe Kino Kontrovers, wo ich sehr stolz drauf bin, weil zum Beispiel der Film 29 Palms durch meine Vermittlung zwischen dem Filmproduzenten und dem Label überhaupt in Deutschland überhaupt nur rauskam. Das wäre sonst wahrscheinlich gar nicht passiert. Dann hier die neueren Editionen Kino Kontrovers. Und dann haben wir hier wunderbares Label Bildstörungen. Viele werden das sehr schätzen. Da habe ich eine vollständige Sammlung. Sehr stolz bin ich auf Komm und Sieh, wo ich mit Michal Kosakowski ein essayistisches Video-Feature gemacht habe kürzlich. Ja, und auch hier die Alejandro Jodorowsky-Box zum Beispiel. Ich habe auch die amerikanischen Boxen von ihm. Die sind jetzt wiederum hier hinten dran. Hinter diesen, da finden sich so in den Lücken dann noch Sachen, Chabrol oder hier sehen wir da Fernando Arrabal und dann solche Dinge. Dann hier Pete Walker, da bin ich hier natürlich auch sehr
gespannt, wie das fortgesetzt wird mit Skizzo zum Beispiel, zu dem ich auch ein Video-Feature gemacht habe. Das sind eigentlich viele Sachen, zu denen ich auch beigetragen habe. Das ist ein ganz wichtiges Regal für mich. Das ist meine David Lynch-Sammlung, also quasi Bücher, Filme und alles Mögliche gemischt, auch CDs und so weiter. Die schöne Tasse hier aus der Ausstellung. Das habe ich durch bestimmte Artikel, die ich geschrieben habe, jetzt also Buchbeiträge und auch den aufwendigen Audiokommentar zu Twin Peaks Fire Walk With Me, habe ich das mal zusammengestellt. Hier haben wir das Label XS mit links dieser Hardbox, die meine Lebensgefährtin Nadine Demmler sehr schön gestaltet hat, The Stranger. Dann eine Edition, auf die ich auch sehr stolz bin, nämlich die Frau mit der 45er Magnum, einer der wichtigen 80er Jahre Exploitation-Filme von Abel Ferrara, den ich von Anfang an mitbetreuen konnte. Hier meine gescheite Edition von The Dawn of the Dead Theatrical Cut. Der ist in dieser neuen deutschen Edition sehr lieblos behandelt. Hier ist er mit deutschem Ton und meinem Audiokommentar. Also wer sich für den Real Director's Cut des Films interessiert, sollte zu dieser Version greifen. Die ist zum Teil noch erhältlich. Und dann hier eine Schneekugel zu Maniac. So, dann haben wir hier ein ebenfalls sehr geschätztes Label, Camera Obscura. Tolle Editionen von italienischem Genre-Kino, aber auch neuen und anderen Sachen mittlerweile. Und auch da ist einiges, was noch kommt. Also ich weiß gar nicht, wohin mit den Sachen. Ebenfalls hier X-Rated, das Label für ja, die zum Teil verfemten Filme, sehr schöne Editionen auch hier, an denen ich zum Teil auch beteiligt bin. Und ja, auch kein Platz mehr. Hier einige Sachen aus der aus den Reihen von 84 Entertainment, Cinestrange Edition, Cinestrange Extreme, diese Spiria-Büchse. Oh, und hier meine Deadline-Sammlung, natürlich auch vollständig. So, und dann haben wir hier auch ein paar schöne Sachen, hauptsächlich Dinge, ja, mit denen ich auf irgendeine Weise verbunden bin, deswegen sind sie hier separiert. Die Rob Grier-Filme hier zum Beispiel sind mir da sehr wichtig. Hier bin ich in der Doku mit dabei bei Beyond the Door von Arrow Entertainment. Hier von Severin Films, Horrors of Spider Island und Blood on Satan's Claw habe ich Video-Features gemacht. Und hinten dran Filmart-Editionen mit Genrefilmen. Also ja, ich denke, das wird vielen vertraut sein. Hier haben wir Wicked Vision, ist auch gut verteilt bei mir. Wie gesagt, Platzmangel ist überall. Dann ja, so ein paar Sachen von Koch Media. Hier auch oft übersehen die Midnight Express Collection von RPK in Rot. Sehr schöne, leider mittlerweile kaum noch zu bekommende Edition. Salon, Salon Kitty. Salon Kitty hat auch mein Booklet in dem Fall. La Setti Madonna in der Edition mit meinem Audiokommentar. Near Dark natürlich, ist mir sehr wichtig. Ja, die Mandy Box. Hier sind Filmkonfekt-Editionen, an denen ich mit Booklets beteiligt war, größtenteils. Dann Anolis einiges, Mario Bava Kollektion. Pans Labyrinth ist auch eine tolle Sache, diese Edition. Da habe ich das Booklet gemacht. Caligula, auch ein Video-Feature. Birnenblatt geben sich sehr viel Mühe in letzter Zeit, machen tolle Editionen. Ja, dann habe ich hier meine Kurosawa-Kollektion, zumindest ein Teil davon, auch mit Büchern, weil ich ja das Kurosawa-Buch geschrieben habe. Dieses hier. Und das musste natürlich auch entsprechend in der Recherche dann immer verfügbar sein. Fernsehserien habe ich natürlich auch ein paar Sachen.
Vikings zum Beispiel, Berlin-Alexanderplatz, Game of Thrones. Ja, hier ein paar ältere Hammer-Filme, verschiedene andere Kollektionen. Ja, und dann gibt es auch hier im oberen Bereich immer noch ganz viele Sachen, alte X-Rated-Geschichten, die Cannibal Holocaust Box. Und da oben noch Roman Polanski, Hitchcock und Kubrick in einer Reihe. Ja, wer also dachte, ich krieg meine Ordnung hier gebacken, wird sehen, ich habe dasselbe Problem wie alle. Wenn es zu viel wird, ist es einfach kaum noch zu bewältigen. Und es ist ja ziemlich vieles zusammengefercht. Was ich natürlich nicht gezeigt habe, sind die ganzen Sachen, die ich in den Keller ausgelagert habe. Das sind dann auch zum Teil alte VHS-Tapes und so weiter. Aber man hat einen Eindruck für die Leute, die neugierig waren und sind. Ja, das ist meine Blu-ray- und DVD-Sammlung. Und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und man hat einiges wieder gesehen und einige Anregungen vielleicht bekommen. Und ja, dann hoffe ich bis bald mal auf einer Blu-ray, in einem Buch oder einer Zeitschrift, einem Audiokommentar. Bis bald. Tschüss.